Krankenpflegerin Heike Hartwig kontrolliert, ob alles da ist, hier im Kinderhaus Pusteblume. In dieses Zimmer wird gleich die 12-jährige Anni einziehen. Sie hat, wie alle Kinder hier, eine lebensverkürzende Erkrankung, braucht intensive Pflege rund um die Uhr. Die Übergabe ist immer besonders heikel. Dann ist immer der Moment der Trennung von der Mutti. Das Kind sieht, die Mutti geht. Das ist manchmal für die Kinder sehr schwierig. Und in dem Moment ist es uns ganz wichtig, das Kind aufzufangen. Wie das heute klappen wird? Hallo Anni! Anni ist nicht zum ersten Mal hier. Ach ja! Wir freuen uns auch, dass du wieder hier bist. Auf Annis Zimmer packt Mama Jeanette den Koffer aus. Sie muss dem Hospizpersonal blind vertrauen, wenn sie die schwerkranke Tochter hier abgibt. Die insgesamt 28 Tage Hospizaufenthalt pro Jahr, die die Krankenkasse bezahlt, sind eine dringend notwendige Entlastung, nicht nur körperlich. Das ist halt auch eine psychische Belastung. Man ist immer ein Stück weit in Hab-Acht-Stellung, das Kind schläft nicht durch. Ich bin ein Mensch, ne, und ich kann ja auch nur bis zu einem gewissen Grad funktionieren. Heike Hartwig versucht inzwischen, Anni auf andere Gedanken zu bringen, an ihrem Lieblingsort, dem Wasserbett. Früher war sie Arzthelferin. Seit rund 2 Jahren schenkt sie hier im Hospiz schwerkranken Kindern eine gute Zeit. Und sie macht das sehr gerne. Ja, hier ist gar kein Licht mehr an. Oh, wo ist das Licht denn, Anni? Dann der Abschied. Möglichst rasch, damit Anni nicht unruhig wird. Bis nächste Woche. Na dann. Genau. Wir passen gut auf Mama. Anni ist angespannt, aber beschwert sich nicht. Nur bleibt es auch so? Auf dem Weg in den Gemeinschaftsraum laufen die 2 an vielen leeren Zimmern vorbei. 12 Plätze gibt es im Haus, belegt sind gerade nur 4. Der Grund? Es fehlen Pflegekräfte. Nicht nur hier. Es gibt Wartelisten. Wir haben zum Beispiel von Hospizen in anderen Bundesländern gehört, dass die nur noch Regionalfamilien aufnehmen. Weil die meisten Kinder eine 1:1-Betreuung brauchen, wirkt sich der Personalmangel in Kinderhospizen besonders drastisch aus. Bei Ausfällen muss das ohnehin belastete Personal Überstunden schieben. Wenn jetzt Mitarbeiter ausfallen, bedeutet das für die anderen, also ich muss mich dann um 2, teilweise um 3 Kinder mitkümmern, damit auch den Familien nicht abgesagt werden muss. Glück also für Anni und ihre Familie, dass sie den Platz für eine Woche bekommen haben. Eine Stunde ist sie jetzt schon alleine hier. Anni, geht's dir gut? Es ist gut. Die Übergabe hat also geklappt. Eine Woche lang ist Heike Hartwig jetzt der Mama-Ersatz für Anni. Sie wünscht sich, es gäbe mehr Kolleginnen und Kollegen, die diesen wichtigen Job machen.